No. Was machst du? Hey, herzlich willkommen heute an diesem Abend am Success Table. Es ist der... Keine Ahnung, 30? Keine Ahnung was. Jedenfalls zeigt den meisten Menschen, das Jahr ist bald vorbei. Und ich möchte euch hier heute erstens meinen Success Table Abonnenten vorstellen. Mal zu Beginn, wir haben was zu feiern. Ja, wir haben jede Menge zu feiern. Wir haben jeden Tag was zu feiern. Hallo. Aber bevor hier jede Menge Zuschauer zusehen, möchte ich sagen, hey, ich wurde heute gepitcht. Ja. Ein sehr freundlicher Mensch, Mann, Frau, Scheiß, egal, hat mich heute gepitcht und ich habe mir die Zahlen hier mal angeschaut und der Mensch hat mich gepitcht. Ich nehme an, weil dieser Mensch wird hoffentlich mein Profil angeschaut haben und weiß, ich bin Verkäufer. Dieser Mensch hat mich gepitcht, um in ein Sales-Team zu kommen. Dieser Mensch nennt das Team, ja, und hat mich gepitcht. Ja, hey Marc, bla 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 bla. Es wäre so schön, dass wir dich in meinem Team hätten. Wir haben heute 14.573 Euro Umsatz gemacht, ja. Ich habe das aufgeschrieben. Wir haben 14.773 Euro Umsatz gemacht. Und hey, wir haben 1.482 Menschen in diesem Team. Ich gehe davon aus, das ist ein Sales-Team. Nun, ich bin Unternehmer, Entrepreneur, Verkäufer, was auch immer. Wenn mir jemand diese Zahlen an den Kopf wirft, dann rechne ich mal kurz. Nun, die Rechnung ist folgendermaßen. Mit 14.573 Euro, Dollar, Yen, what the fuck ever, Umsatz mit 1.482 Menschen bedeutet das 9 Euro, Dollar, Yen, was auch immer, 9 wahrscheinlich sind wir im Dachraum. 9,83 Euro pro Kopf. What the fuck? Was soll der Scheiß? Du hast ein Team von einem Sales-Team, das 9,83 Euro pro Tag umsetzt. Hey, hallo? Was soll der Scheiß? Jetzt überleg dir den Quark mal. 9,03 Euro. Was verkauft ihr? Ein E-Book an zwei. Wir reden hier von Umsatz. 9,83 Euro. Da kommen wir die Tränen. Da kommen wir die Tränen. Glaube, sie da draußen lachen. Wie bitte? Sie lachen. Ja, ihr lacht. Ja, ich lache auch. Weil, fuck, 9 Euro. Du hast also ein Unternehmen. Ja? Du hast ein Unternehmen mit Mitarbeitern, die jeden Tag 9 Euro umsetzen. Go for it. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter zu Menschen, die ich coachen darf. Das ist übrigens, falls ihr ihn nicht kennt, Tobias. Tobias, ein unglaublich super Mensch, ein fantastischer Mensch. Ich meine, was er in den letzten zwei Monaten... Aber was ganz einfach ist, ich bin derjenige mit dem Success Table Abonnent. Ja, klar. Aber, er hat auch ein Zelt gleich vor der Tür. 9,83 Euro pro Kopf, pro Tag, wer will so ein scheiß Unternehmen? Ich flippe aus, Entschuldigung, bitte. Danke, aber ich bin auch derjenige, der auch das umsetzt, was Marc mir sagt und das jeden Tag immer und immer wieder, jeden fucking Tag. Yeah. Jeden Tag setze ich das um, was er mir sagt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und deshalb, ich kann mich selber nicht pitchen. Doch, kannst du. Ja, du natürlich. Deswegen habe ich heute eine Möglichkeit bekommen, anderen Menschen zu helfen, anderen Menschen dabei zu helfen, ihr eigenes Ding durchzuziehen. Du hast die Möglichkeit natürlich auch genutzt. Ja. Deiner Nase nach. Natürlich genutzt, weil ich es nicht anders gelernt habe in den letzten drei Monaten. In den letzten drei Monaten einfach nicht anders gelernt habe. Ich habe nur den Workflow einfach mal ein bisschen höher hinaufgedreht. Und somit habe ich heute meinen Wert, mein Wissen an sich, an Menschen weitergegeben, beziehungsweise darf ich es weitergeben. Ja, Mann. Soll ich es wirklich sagen? Ja, um 340 Euro wir haben hier, in der Stunde.
Wir haben hier einen Menschen, der dank diesem Coaching 340 Euro pro Stunde verdient. What the fuck sind 10 Euro pro Tag mit 1000? Wer will so ein Scheiß, Mann? Was soll, ich verstehe das nicht, weißt du, du hast 1000, das ist wie wenn du ein Unternehmen hast mit 1482 Mitarbeiter und einer macht 10 Euro am Tag, what the fuck, ich verstehe das nicht. Und ich habe einen am Tisch, einen, seit 3 Monaten, macht 340 Euro pro Stunde. So, was möchtest du haben? Ich verstehe das nicht, ich weiß, der Pitch ist völlig okay, super Typ, völlig freundlich, aber... Wenn man mir sagt, wir haben, hey, wir haben heute 14.000, bla 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 bla. Ja, gebt mal ein paar Likes, Mann. Das ist doch der Oberhammer, oder? Ja, ich blieb hier aus. Ja, du musst dir vorstellen, Menschen, die ich coache, haben plötzlich einen Wert von 340 Euro pro Stunde. Pro Stunde. Und nicht 10 fucking Euro pro Tag. Weißt du, wie ich meine, ja? Das ist der Deal. Und ich verstehe das hier nicht. Was man auch noch dazu sagen darf, kann, ist folgendes. 340 Euro ist der Wert von meinem Wissen und nicht der Richtig. Wert von irgendeiner Company oder irgendeinem Produkt, was irgendwo steht. Das ist mein Wissen, was Richtig. Ich hier mir angeeignet habe am Success Table. Ja. Gebt mal ein paar Daumen hoch, ein paar Herzchen, gebt mal ein paar Kommentare, yes, I understand, weil was möchtest du lieber, 340 Euro pro Stunde oder fucking, wie viel, 1482 Menschen, die 9 fucking Euro umsetzen pro Tag, wie lächerlich ist das denn? Du musst dir das mal vorstellen, 10 Euro, was verkauft ihr 12 Stunden am Tag, ein E-Book? Was soll der Scheiß? Hier geht Wissen über den Tisch, das Geld generiert. 340 Euro bezahlt kein Mensch pro Stunde, wenn es nicht mindestens das Hundertfache pro... einbringt. Ja, wenn es nicht das Hundertfache einbringt. Was soll der Scheiß hier? Ich frage dich, kommentiere, wie ich verstehe das nicht. Kommentiere, wenn du mir sagen kannst, wie soll ich verstehen, hey Marc, wir haben 14.573 Euro Umsatz, nicht Gewinn, Umsatz, mit 1.482 Menschen. Hey Mann, das macht 9,83 Euro pro Tag. Wie soll ich verstehen, dass das geil ist? Hier habe ich einen Menschen am Success Table und ja, du wirst niemals hier sein, wenn du so einen Scheiß mitmachst, weil ich will Leute ausbilden, die... genau das hier erreichen. Genau das hier. Tobis Wissen ist das hier wert pro Stunde, weil das, was er dir in dieser Stunde gibt, kannst du verzehn, verhundert, vertausendfachen pro Jahr, pro Tag, whatever. Was soll der Scheiß hier? 10 Euro pro Tag? What the fuck? Ich verstehe das nicht. Wenn du das auch nicht verstehst, sag mir im Kommentar, verstehe ich auch nicht, whatever. Gib mir ein paar Daumen. Macht das Sinn? Haben wir Zuschauer? Natürlich, 20. 20 Zuschauer ist doch super. Mega. Wenn am 31. Abend um 22 Uhr über 20 Zuschauer. Danke, danke vielmals. Und mega, mega vielen Dank. Und das ist das, was ich... Du kannst... Erzähl mal, wie kam es dazu? Erzähl den Menschen, wie kam es dazu? Erzähl das. Ja, du kannst mehr lernen hier in diesem Live-Video, als in einem Videokurs, den du kaufst für 500 Euro. Listen to Tobi. Es ist eigentlich ein ganz simplen, ein scheiß einfachen Weg, wie man so etwas erreichen kann. Denn wenn ihr eine Sache macht, wenn ihr eine Sache macht, diese Sache dokumentiert, diese Sache aufschreibt, einfach mal einen Step macht, diesen Step aufschreibt, diesen Step weitergibt an andere Personen, nicht den Step von A bis Z, mein Big Picture ist alles cool, alles gut und recht, aber der Weg von A nach B ist mehr wert als wie irgendetwas anderes. Was wollt ihr wissen? Wollt ihr wissen, wie ihr von A nach Z kommt? Oder wollt ihr wissen, wie ihr von A nach B kommt? Denn ich denke, es sind sehr viele Leute da draußen, sehr, sehr viele Leute da draußen, die nicht wissen, wie sie von Stretch, von Null überhaupt mal anfangen, irgendetwas zu machen. Genau. Der allererste Schritt, wenn du den gemacht hast, wenn du den allerersten Schritt gemacht hast,
von 0, von Stretch bis zu deinen 340 Euro in der Stunde. Diese, dann, die du hast jetzt bewiesen, das wird dir bezahlt. Dann das ist der Deal richtig. Für dein Wissen. Nicht für ein Network-Unternehmen, nicht für dein Wissen. Richtig. Von deinem Herz, ja? Für dein Herz. Du, Tobi kann sein Wissen weitergeben für das hier. Das ist der Deal. Das hier ist scheiße, Mann. Es hat noch einen Grund, wieso dass ich das hier weitergeben kann. Weil ich weiß, dass derjenige, der von mir das bekommt, das Ganze verzehnfachen wird. Ja, logisch, logisch. Das ist der Deal. Das ist genau das, um was es geht beim Weg von A nach B, nicht von A nach Z. Genau. Und hier geht es um den Preis. Ja. Was ist, kaufst du einen Preis oder kaufst du ein Wissen, wo du mit deinem Selbstvertrauen sagen kannst, kann ich tun? Ja? Kaufst du einen Preis oder kaufst du etwas, was du tun möchtest? Dieser Mensch hat hier ein Success Table Abonnement gekauft. Ja, aber es bringt ihm 340 Euro pro Stunde, verstehst du? Hier geht es nicht um ein Multilevel. Er verkauft nicht mein Stuff. Er verkauft niemandem Stuff. Du verkaufst was? Mein Stuff. Dein Stuff, ja. Und was ist das? Was ist das? Nee, ich helfe Menschen. Ich helfe Menschen bei dem, was sie tun. Mhm. Nicht das, was ich tue, sondern das, was sie tun. Ich bringe Menschen von A nach B. Das ist alles, was ich tue. Mit was? Mit was? Go for it. Tell them. Ja, mit was? Mit dem, was ich weiß. Mit meinem Wissen. Mit deinem Wissen, was du tun kannst, um Reichweite zu generieren. Reichweite, eben. Tobi ist ein Master in Reichweite generieren. Nicht irgendeine Reichweite. Es geht darum, eine Reichweite zu generieren, die auch Sales generiert. Weil es bringt dir einen Scheißdreck, wenn du eine Reichweite generierst, die einfach nicht von dir kauft. Mhm. What the fuck? Es geht wirklich nicht darum, dass du eine Reichweite generierst. Oder sagt, besser gesagt, seid doch mal konkret. Also erzähl, bring's auf den Punkt. Also bring's auf den Punkt. Wie ist das dazu gekommen? Also sag, bring's auf den Punkt. Wie ist das dazu gekommen? Do it. Norman Arian. Yeah. Iron. Hey Norman, du bist eine geile Sau. Du bist der Google-Experte für AdWords. Und für dich mache ich alles. Also ich zwinge ihn jetzt zu erzählen, wie es zu diesen 43 Euro kam. Wie kam es dazu? Tell them. On the point, ohne Bullshit, straight to the point. Du hast 90 Sekunden Zeit. Go for it. Okay. Ich ging in viele verschiedene Events, durfte viele, viele Leute kennenlernen, durfte viel, viel Zeit damit verbringen, dass ich mit Menschen in Kontakt gekommen bin. Bin überglücklich gewesen. Dann kam der Marc her und erzählte mir, hey Alter, warum fliegst du über den ganzen Globus, redest mit 5-6 Leuten, wenn du genauso über Facebook mit Menschen reden könntest und 300-400 Leute damit anreden kannst. Richtig. Das ist der Weg gewesen, wo ich angefangen habe, Live-Videos so zu machen, dass sie auch Sales generieren. Das heißt, ich habe angefangen, Menschen zu erzählen, was sie zu tun haben, was sie tun dürfen, beziehungsweise habe Menschen motiviert in dem, was sie selber tun. Ich habe damit angefangen, einen ganzen Monat lang nur über das zu reden, wie du andere Menschen glücklich machst. Ja. Und was machst du genau? Was kannst du einem Menschen lernen für 43 Euro pro Stunde? Was kannst du Ich Menschen kann machen? Einem Menschen dabei helfen, Reichweite zu generieren auf Facebook, um mit dieser Reichweite Verkäufe zu tätigen. Ich hoffe, das war Norman. I know you. We know I love you, bro. For that. Dieser Mensch hat Dinge geleistet über Live-Videos, die kann man nicht beschreiben. Ja? Er hat das gemacht und er kann dir, egal wem hier zuschaut, zeigen, wie du Reichweite über Live-Videos generierst. Du hast sogar einen Blueprint geschrieben. Du hast ein 30-Tage-Run. 30-Tage-Run. Wo will sein Link-Fanpage? Fragezeichen. Ja, den Link kann ich leider auf einem Livestream nicht promoten, aber folge Tobias Sönser. Du wirst ihn finden und sonst werden wir den Link nachher sowieso
posten, weil du schreibst, das ist das geilste Video überhaupt und du wirst es teilen. Auf jeden und dann Fall. Kannst du, Norman, dieses Video sehen und dich über ihn bekannt machen oder mit ihm connecten. Ich wünsche, connecte dich mit Tobias, connecte dich mit Norman. Norman Iron, ja, mein bester Freund, ein geiler Typ. Der beste Google-Freak, den es gibt auf diesem scheiß Dachplaneten. Go for it. Norman, schreibe deine URL von deinen Seminaren, von deiner Timeline in diese Kommentare. Mach das. Do it. Go for it. Ist das bis jetzt irgendwie hilfreich? Oder möchtet ihr mehr wissen? Nein. Ihr möchtet nicht mehr wissen, weil ihr wisst gar nicht was. Ich möchte wissen. Und ich möchte diesen Zuschauer sagen, danke, was Katharina. Hast du an diesem Event erlebt? Go for it. Tell your story. Wie ist das passiert? Tell your story. Okay. Ich habe auf diesen Events Folgendes erlebt. Ich nee. Das. Das hier. Dieses Event. Ja. Okay. Ich habe junge, ambitionierte Leute kennenlernen dürfen in dem Sinne, dass sie wirklich für das brennen, was sie tun. Sie haben wirklich das gemacht, was sie gerne tun möchten. Nur haben sie halt immer dasselbe gemacht, wie alle anderen auch in diesem Business tun. Sie haben zuerst sich selber in den Vordergrund gesetzt, um nachher, sobald die Personen, die dort in diesem Raum gesessen sind, einfach motiviert waren, das genau wollten, was diese Person wollte. Ich habe diesen Personen erklärt, dass es nicht um sie selber geht, sondern dass es immer um diese Person geht, die in diesen Raum gekommen ist. Weil es hat ja einen Grund gehabt, warum diese Person überhaupt in diesen Raum ging. Und ich habe nichts anderes gemacht, dass ich einfach in diesem Raum diesen Leuten das ganze Home-Business quasi kaputt machte, in dem Sinne, dass ich einfach ihnen in your face einfach erklärt habe, wie der Real Talk geht, wie das reale Leben geht, wie das reale Business geht. Ich habe ihnen genau erklärt, was für Bedürfnisse diese Personen haben, die dort hineingekommen sind, habe ihnen die Werte erklärt. Diese Person war überglücklich, dass man auf sie zugegangen ist, dass man überhaupt mal mit ihnen geredet hat, dass man überhaupt mal diese Leute ausreden ließ. Und somit habe ich den Menschen auch gezeigt, dass es einen anderen Weg geht, einen richtigen Weg, meiner Meinung nach der richtige Weg. Wie? Ja, wie? Hard questions. Ich habe direkt gefragt, hey, was möchtest du? Wohin möchtest du? Wie möchtest du was erreichen? Wo hast du diese Hard Questions gelernt? Ja, okay. Ja, wo habe ich diese Hard Questions gelernt? Was ist das für dämliche Frage? Natürlich hier auf dem Success Table. Nur hier. Ja, erledigt. Aber, und das hat dir was gebracht? Pro Stunde. Weil das ist der Deal. Hard Questions lernst du hier am Success Table. Tobi, wir kennen uns 3-4 Monate. Es ist nicht so, als würden wir uns 10 Jahre kennen. Es ist nicht so. Ja? Aber ich bringe Menschen mit ihrem Business, mit ihrem Wissen dahin, wo sie möchten. Und das hier ist das fucking result, if you want, right? Das ist das Resultat, das du haben kannst. Und hey, fantastische. Das ist der Weg. Seid ihr noch da? Findet ihr das gut? Schreibt mal in die Kommentare. Ja, wo seid ihr her? Wo kommt ihr her? Was möchtest du tun? Hast du Fragen? Ich möchte... Also eine kurze Info, Leute. Wir haben wirklich was zu feiern. Mein Tobis Erfolg ist auch gleich immer unser Erfolg. Ja, Tobis Erfolg. Wir sind unglaublich stolz. Hey, mega. Vielen Dank. Man muss mal verstehen, es geht hier nicht darum, dass bitte man... Bitte ein paar Daumen hoch. Ja, Daumen hoch, Herzchen, what the fuck. Yes. Es geht hier nicht darum, dass man mein Produkt verkauft. Er ist das Produkt. Ich gehe nicht hin und sage, wie all die Affiliate-Bullshit-Könige, Idioten, hey, bla 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 bla, verkauf mein Produkt so und so. Mein Produkt kann man nicht verkaufen. That's the deal. Du kommst hier an den Tisch und machst das hier, was er macht, weil die Menschen, die 300,
was hast du geschrieben? 340 Euro pro Stunde bezahlen das für sein Wissen. Nicht für meins, nicht für meine Produkte, nicht für Isas Produkte, nicht für unser Aussehen, nicht für diesen Table, for nothing, für sein Wissen. Ja? Das ist der Weg, den du gehen musst. Ja? Und ja, ich möchte gerne noch was erzählen zu der Sales Angels Academy. Wenn du etwas zur Sales Angels Academy wissen möchtest, dann gib ein paar Daumen hoch, ein paar Herzchen, schreib ja, ich will das wissen. Und wenn du wissen möchtest, eben, du kannst noch mehr erzählen, du kannst noch mehr erzählen, go for it, go for the story. Aber wenn du möchtest, dass ich dir mehr über die Sales Academy, über Victoria, über Tobi, das sind die zwei einzigen von 30 Mitbewerber sind, die bis jetzt bestanden haben. Tobi hat 340 Euro pro Stunde. Victoria ist am Anfang. Du kannst dich bewerben. Und wie und wo und was? Zack, gib mir ein paar Daumen, Herzchen, sag ja, ich will. Warum habe ich über 30 Menschen abgelehnt? Ich will die nicht haben. Was ist die Money Zone? Ja? Was ist die Money Zone? Möchtest du das wissen? Schreibe ja, ich will wissen, was ist die Money Zone? Weil der Name, es heißt einfach so. Let us know. Sag mir, was möchtest du wissen? Ja, Andi, natürlich. Ja, Andi ist immer dabei. Sag mir. Wer möchte wissen, was die Money Zone ist? Hm? Wer möchte das wissen? Es geht dir darum, ich habe es ja ganz am Anfang auch schon gesagt. Es geht dir darum, wenn du am Success Table bist, du kriegst Motivation, du kriegst Input ohne Ende, aber es bringt ein Scheißdreck, wenn du es nicht umsetzt. Ja. Und das ist auch der Deal, was du tun musst. Und darum schreib mal in die Kommentare rein, ob es dich überhaupt interessieren würde, was die Money Zone ist. Ja. Schreib es in die Kommentare mit ja, wenn es dich nicht interessiert. Lass es sein, geh weg. Next. Scroll. Brauchen wir nicht. Ciao. Wir interessieren uns nicht für dich. Es interessiert mich einen Scheiß, wer du bist. Ja? Es interessiert mich ein Bullshit. Wir kennen uns vielleicht nicht, vielleicht kennen wir uns 8 Monate und du sagst, seit acht Monaten, ja, mach ich mal. Ich glaube dir kein fucking Word. Katharina, was meinst du? Doesn't matter. Katharina, was fragt sie? Die Kosten, Fragezeichen. Kosten? Was für Kosten? Ja, eben. Die Kosten sind ab 99.000 Euro. Ja, ab 99.000 Euro. Tobi hat sich das ins Gebet geschrieben. Macht 43 Euro pro Stunde. Kannst du hochrechnen. Das ist meine, wer Preise kauft, möchtest du Preise kaufen oder Informationen? Ich diskutiere nicht mit Menschen, die Preise kaufen. Never ever. Doesn't matter. Ich möchte dir gerne News über die Sales Angels geben. Möchtest du News über die Sales Angels? Sag ja, ich möchte News über die Sales Angels. Gib mir Daumen hoch, gib mir ein paar Herzchen, whatever. Mach das. Ja? Und jetzt erzähl du mal, wie kam es dazu? Erzähl diesen. Alter Mann, ich muss 2900 Stunden arbeiten, damit ich die 99.000 Euro erreiche. Er hat sich das wirklich ausgerechnet. Wir reden hier keinen Scheiß, wir machen hier Business, right? Ja. Für alle, die es nicht wissen, ein Preis in dem Sinne gibt es nicht. Es wird niemals einen Preis geben. Wenn du nach einem Preis fragst, dann hast du irgendetwas nicht verstanden. Denn es geht darum, dass du einen Wert hast, für diesen Wert bezahlst du XYZ. Ja. Es geht nicht um dein Produkt an sich, es geht nicht um das, was du tust. Es geht darum, wie du einer Person hilfst. Und by the way, du rechtfertigst, ich habe keine Ahnung, was du für ein Auto fährst. Hast du ein Auto? Schau dir, oder wenn nicht, dann jetzt, schau dich links um, rechts um. Was hast du für Möbel? Was hast du für ein Bett? Was ist das? Wie rechtfertigst du, dass du diese Dinge gekauft hast gegenüber dem, dass du lernst, wie man verkaufen kann? Ich sag dir eines, der einzige Grund, warum du kein Geld hast,
Der einzige fucking Grund, warum du kein Geld hast, ist, weil du nicht verkaufen kannst. Punkt. No more, no less. Habe ich dir vor drei Monaten... Doch. Und auch, wenn man falsch ausgerichtet ist. Ja, und weil du falsch... Bitte, Schatz, sag's nochmal, Leute. Und weil man falsch ausgerichtet ist. Ich würde nie meine Streaming-Prinzessin ins Wort fallen. Und weil du falsch ausgerichtet bist. Aber wenn du dich interessierst für die Sales Angels... Ich liebe... Hey, gib mal ein paar Herzen für die Isa. Komm schon, die Streaming-Prinzessin. Komm mal, gib so mal. Mach mal den Bildschirm rot hier. Irgendjemand hat mich mal angeschrieben, hat zu mir gesagt. Hast du Alkohol getrunken? Das war die Alexander. Doesn't matter. We make sales here. 43 Euro pro Stunde. What the fuck ever. So what? So what? That's what we do, right? That's what... Hier, kannst du sehen. Proof, gemacht, getan. Ohne MLM, sein Herz, sein Wissen ist das hier wert. Das ist das, was ich den Sales Angels an diesem Tisch weitergeben möchte. Was ist dein Wert? Matthias Jahn, Bestseller-Autor auf Amazon. Ja? Und du möchtest sagen, der hat keine Ahnung, go for it. Dann sag ihm, er hat keine Ahnung. Er hat immerhin 14, 15, 19 Bücher geschrieben. Du? 19. Nothing. 19 veröffentlicht. 19 veröffentlicht. Viel, viel mehr. Ja, es sind viel, viel. Doesn't matter. Du hast nichts getan. Nothing. Außer, also, ich möchte mal... Kommen wir wieder mal zum Thema. Ja, wir kommen zum Thema zurück. Akademie. Was? Warte mal. Wir müssen kurz warten, wir unterhalten die Musik. Wir müssen eine Werbeeinblendung machen. Ja, warte. Scheiße, verdammt, ich hab kein Niveau dabei. Also, könnt ihr euch mal bitte aufs Wesentliche konzentrieren? Wer schreibt das? Ich sag das nicht. Also, News zur Sales Angels Academy. Okay, News zur Sales Angels Academy, da bist du leider ausgeschlossen. Ja, okay. Do it, go for it. I will. Nein, Tobi ist der Einzelne. Ist heute wirklich Ausnahmezustand, weil wir was zu feiern haben. Ja, wir haben wirklich was zu feiern, weil 43 Euro pro Stunde ist nicht das mehr. Tobi ist einer meiner Sales Angels. Ja. First Man. First Man. And first Und ich man. Habe Victoria als erste Lady in... 18 Jahre jung. 18 Jahre jung. Ein Mindset. Oh mein Gott, ich hätte mir das gewünscht mit 18. Ja. Absolut, Victoria. Ja. Du bist da. Victoria, Hammer. Ich werde meine schützende Hand, was Sales, Marketing angeht, immer über dich halten, Victoria. Immer. Umfeld, everything. Ich werde dir ein Umfeld bieten, dass dir mehr gibt in den nächsten 3 bis 6 Monaten als alle, die hier zuschauen und denken, ach, ich warte mal, bis ein Kalenderblatt abgerissen wird und dann machen wir was. Weil du wirst nichts tun, nichts, du wirst nicht, das ist mein. Ich suche meine Menschen für die Sales Academy so diamond aus, du hast keine Ahnung. Du musst über Isabel, du musst über mich. Also, Entschuldigung. Ja, also, bitte, ja. Du musst mit Isabel telefonieren, nicht, dass das jemand falsch versteht. Und ich und wir haben keinen Bock, dich, weil du mal denkst, weil du mal so ist, weißt du, was so. Ja, sorry. Das Ganze fällt hier leicht aus dem Ruder. Ja. Ich widme mich nicht. Wenn du, ja, mach das, mach paar Sales. Der Deal ist, ich will Sales Angels. Ich will keine Quantität. Mein das hier, Entschuldigung, ich komme zurück, 14.573 Euro Umsatz mit 1.482 Menschen sind 9,83 Euro pro Kopf. Das ist Bullshit. Wenn du mal ein eigenes Unternehmen hast, ist das scheiße. Was möchtest du mit einem Menschen, der 9 Euro am Tag umsetzt? Come on! Right? Ich möchte Menschen, die 14.573 Euro Gewinn am Tag umsetzen. Hier ist einer. Victoria ist die zweite. Und alle anderen interessieren mich nicht. Ja? Ich habe 25 Menschen abgesagt. I give a damn. Ich sage diesen Menschen nicht,
Ja, kannst du, weil ich weiß, du kannst es nicht. Und ich sage diesen Menschen, du bist der Letzte, der irgendwas in diesem Bereich kann. Go your way. Such dir was Einfaches und Schnelles und bla und bla und bla 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 bla. Ja, ich könnte kotzen, ja. Ja, bitteschön. Kannst du den Leuten mal sagen, was sie dazu befugt oder befähigt, dass sie sich bewerben oder oh. You know? Nein, ich möchte keine Bewerbungen mehr. Ich habe über 100 Bewerbungen. Vergiss es. Du hattest deine Chance. Will ich nicht. Du hattest deine Chance. Ja? Vor 30 Tagen habe ich dieses Ding ausgeschrieben. Du hattest deine Chance. I give a fuck. Du hattest deine Chance. Hier ist jemand, der hat sie genutzt. 340 Euro pro Tag mit seinem Wissen. Pro Stunde. Genau. Mit seinem Wissen, mit dem. Wenn du nichts hast, was du tun kannst. What the fuck willst du verkaufen, ja? Laber mir nicht die Hucke zu mit irgendwelchem Scheiß. Hör auf mich mit deinem Leben. Mich interessiert. Ich sag dir, wie es ist. Hallo, Victoria. Dein Leben interessiert mich null. Wir sind hier. Wo können wir hin? Also wenn du dich als Sales Angel bewirbst, sag mir, ich bin hier und ich kann das tun. Nicht, ich bin hier und ich habe bla 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 bla. Interessiert kann mich. Möchtest du am Tisch sitzen mit jemandem, der sagt, oh, mir geht so schlecht oder ja so. Das will kein Mensch. Ja? It's in your face, but it's the truth. Möchtest du nicht? Ich will keine Menschen mehr haben, die sich für Sales Angels bewerben. Ich habe über 150. Du hattest deine Chance. Ich werde ein Mensch, zwei Menschen, drei Menschen, vier Menschen. Ich will nicht 600 Menschen helfen. Ja? Weil das hier ist scheiße. Wer will denn schon 1482 Menschen in seinem... Das Menschen, das ist Umsatz. Ja, aber Umsatz von 9,83 Euro pro Kopf. Wer will in seinem Unternehmen Menschen haben? Wer will? Willst du in deinem scheiß Unternehmen Menschen haben, die 9 Euro am Tag umsetzen? Jetzt mal ganz ehrlich, möchtest du das haben? Oder möchtest du Menschen haben, die 340 Euro pro Stunde umsetzen? Was ist dir wichtiger? 5 Menschen von denen oder 1400, keine Ahnung wie viel, die 9 Euro umsetzen. Was verkauft denn? E-Book? Was verkauft? Was soll der Scheiß? Be real, right? Ah, oh, ich komme so ins Zeug. Ja, gibt es noch ein bisschen Content? Oder? Ja, wir können auch noch. Möchtet ihr Content haben? Ich gebe euch Content. Sagt mir, was ihr möchtet. Sagt Tobi. Ja, ich wäre dafür, dass wir mal einen Einwand behandeln hier. Welchen? Ich habe heute einen sehr, sehr coolen Einwand eigentlich auch bekommen von den Leuten, die auf diesem Seminar waren, auf diesem Meeting waren, auf diesem Home-Event waren. Und zwar war der Einwand die Zeit. Er hat keine Zeit, um irgendetwas Neues anzufangen. Meine Frage an diesen Menschen war folgendes. Überleg doch mal, was du alles brauchst, um deine Zeit auch richtig zu benutzen, beziehungsweise was tust du, um deine Zeit auch zu machen, zu tun, um etwas anderes, um deine Leidenschaft einfach mal in Ausdruck zu bringen. Also, mein Vorwand, was tue ich, wenn ich keine Zeit habe, um etwas Neues anzufangen? Kein Problem, dein Vorwand ist Zeit, fährst du Auto? Nein. Fährst du mit der Bahn? Ja. Bist du zu Fuß unterwegs? Ja. Dann hast du Zeit. Richtig. Dann kannst du diese Zeit nutzen, um etwas zu lernen, das dich weiterbringt. Und zwar zu dem hier. Weil das hast du gemacht. Zeit. Das meine ich. Weil Zeit ist, wenn du hier vor mir stehst, hast du Zeit. Du bist ja hier. Du bist ja hier. Jetzt in diesem Moment. Also du hast Zeit. That's the way it goes. So what? Wann hast du keine Zeit? Was ist dein Zeitfresser? Warum hast du keine Zeit? Tell me that.
weil ich gewisse Sachen machen muss. Welche gewissen Sachen? Gewisse Sachen in dem Sinne, dass ich von A nach B muss, weil ich meiner Frau etwas zum Essen kaufen muss, weil ich, keine Ahnung, Tennis spielen muss, weil ich Rasen mähen muss, weil ich okay, du musst aufs Dach steigen muss. Okay, du musst von A nach B, um deiner Frau etwas einzukaufen, ist völlig okay, ist legitim. Nein, weil man sich der Zeit unbewusst nein, ist völlig okay. Weil man sie nicht bewusst nutzt. Nutze Podcasts. Nutze diese Zeit, wo du für deine Frau unterwegs bist, um mit Menschen zu connecten, bis du im Supermarkt bist. Ja. Aber es geht doch im Supermarkt auch. Ja, natürlich. Jetzt mal weg von dem Befragten, sondern es geht im Supermarkt auch. Du hast im Supermarkt sind Menschen, die ein Bedürfnis haben, darum gehen sie ja in den Supermarkt. Genau. Du kannst diesen Menschen ja fragen, hey, wie spät ist es? Genau. Was hast du hier getan? Always warum kaufst du dir das Gemüse und nicht das Gemüse? 340 pro Stunde, weil man sich mit Menschen connectet. Keine Zeit existiert nicht. Never. Never. Die Zeit nimmst du dir für das, was für dich einen Wert hat. Hat es keinen Wert, hat es für dich keinen Zeitwert. Das meine ich. Wenn du lieber 90 Minuten einen Hollywood-Streifen anschaust, wie wissen, das meine ich. I don't fucking care. Und er auch nicht. Wir möchten Menschen, die was tun. Ja? I don't fucking care. Und du auch nicht. Nee. Wie da? Und du auch nicht, Schatz. Der Grund ist schon voll für den Arsch wieder. Nein, Zeit. Wie kriege ich Zeit? Du hast fucking 24 Stunden am Tag. Du bist der Mensch, der diese Zeit investiert. Absolut, Dennis. Du bist der Mensch, der diese Zeit investiert in was auch immer. Du fährst mit dem Auto 2 Stunden pro Tag von Arbeitsstelle nach Hause. Du bist der Mensch, der sich entscheidet, was höre ich in diesen 2 Stunden. Du bist der Mensch, ob ich mich entscheide, wir haben 13 Tote in Israel und wir haben 15 Tote in Berlin und wir haben ein 24-Stunden-Live-Event über das Begräbnis von dem polnischen LKW-Fahrer. Ist mir scheißegal, du hast das. Du hast mit einem Finger auf einen Knopf... Du hast mit einem Finger auf einem Knopf das Ding, was du tun möchtest. Fill your brain with positivity, not with negativity. Und Nachrichten, Radio ist immer Negativity. Es ist an deinen fucking Fingertips. Your fingertips are the success or nothing. Was sind gewisse... Time-Wasting-Activities sind zum Beispiel Webseiten bauen, weil du denkst, dass es irgendwann mal Geld abwerfen wird. Time-Wasting-Activities sind... Ja, tut schon, wenn man weiß, wie man verkauft. Nein, wird es nicht. Die Leute wissen nicht, wie man verkauft. Wenn du nicht mit Menschen sprichst, kannst du keine Webseite bauen, die verkauft. Ist unmöglich. Unmöglich. Das ist Subjektivität. Bullshit. Subjektivität hat mit Verkauf und Marketing nichts zu tun. Autofahren, Time-Wasting-Activity, ja. Warum? Ich habe heute, währenddessen ich zu diesem Event gefahren bin, habe ich 17 Euro umgesetzt, beziehungsweise 17 Euro Gewinn gemacht im Zug. Ich könnte das niemals machen, wenn ich mit dem Auto fahre, SMS schreiben, beziehungsweise Nachrichten hin und her schreiben, funktioniert nicht. Aber im Zug funktioniert es. Also, nochmal die Frage, mit was fährst du? Mit dem Auto oder mit dem Zug? Ja, und nochmal, Time-Wasting-Activities. Du gehst in ein Meeting und informierst diesen Menschen, ohne dass du diesen Scheißvertrag abgeschlossen hast, mit einer Dotted, hier, Moment, Dotted Line, ja, hier, eine Unterschrift von mir. Das ist eine Time-Wasting-Activity. Time-Wasting-Activity. Dein Job ist, make money. Das ist dein Deal. Und wenn du das nicht kapierst, wirst du bezahlt vom Staat, von einem Unternehmen, what the fuck ever. Und ansonsten willst du diese scheiß Unterschrift haben. Und alles, was nicht das ist, ist Time-Wasting-Activities.
Diesen Menschen habe ich gelernt, eingebrannt, nenn es wie du willst, stand up und mach make money activities. Was auch immer der Deal ist, mach das, mach das. Autofahren, time wasting activities. Radio hören, time wasting activities. Fernseh schauen, time wasting activities. Mit Menschen sprechen, time fucking wasted activities. Außer sie unterschreiben auf der dotted line mit ihrem Namen für einen Vertrag. That's the way it goes. Möchtest du für dich leben oder nicht? Du musst dir mal verstehen. Du musst mal in dein Hirn brennen. Möchtest du für dich leben oder nicht? Wenn nicht, go for it. Geh weiter und rede mit Menschen am Tables. What the fuck? I don't care. Du kriegst Geld von da. Wenn du morgen kein Geld mehr kriegst von einem Arbeitgeber, vom Staat, was tust du? Und dann merkst du, was sind Time Money Make oder was sind Money Making Activities? Namen machen wir sofort, wenn wir fertig sind. Und was sind Time Wasted Activities? Was denn? Was trinken? Ich hab sowieso leer. Was meinst du? Wir sollten mal zu ihm ins Wohnzimmer schalten. Ja, auf jeden Fall, Norman, willkommen sofort. Du hast auch ein Success Table. Hey, folgt Norman. Er ist der Google-Man schlechthin. In der Dachregion gibt es keinen besseren als Norman Aaron. Ja, folgt diesem Menschen. Folgt dem Menschen, wenn es um AdWords geht, wenn es um Google geht. Ist der Einzige. Ja? Und wenn es um Sales geht, folgt mir. That's the way it goes. Ja, das war das Schlusswort und wir verabschieden uns jetzt. Ja, wir verabschieden uns jetzt. Alles klar. Ja, voll fantastisch. Meine Frau sagt, wir verabschieden uns jetzt. Und deswegen machen wir das. Vielen Dank. Schreibt einen Kommentar. Lasst uns Daumen hoch da, wenn das irgendwie wertvoll war. Gib uns ein paar Herzchen für meine Streaming-Prinzessin Isabel. Und wir möchten euch helfen. Hier. 340 Euro pro Stunde. Für sein Wissen. Auch dein Wissen ist das wert. Let us know, right? Gib uns Daumen hoch, Herzchen. Sagt ja, go for it, go for it! Go for it! That's the way it goes. Say it's true! So geht's, man! Das müssen wir noch genau. So geht's! Okay, nochmal. Say it's true, who? Say it's true! So geht's! That's the way it goes, man! Go for it! Tschüss zusammen! Einen schönen Abend, ciao!